Die Temperaturen steigen, die Outfits werden immer knapper, die Stoffe immer leichter. Leute, die Festivalsaison steht vor der Tür. Die Stars in Amerika haben es uns bereits vorgemacht. Das Coachella Music Festival in Indio in Kalifornien hat vor einigen Wochen stattgefunden. Und Leute, dieses Festival ist nicht nur so bekannt wegen seinen tollen Acts, die da auftreten, wie zum Beispiel die diesjährigen Headliner Red Hot Chili Peppers, sondern auch wegen den berühmten Gästen, die dort feiern gehen. Dieses Jahr waren unter den Gästen keine geringeren als zum Beispiel Jessica Alba, Katy Perry, Paris und Nicky Hilton, Misha Barton von OC California oder auch Vanessa Hudgens und Alessandra Ambrosio. Was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist bei dem Style der Ladies, ist, dass Hotpants in allen Formen, Farben, Variationen total angesagt sind und ganz viele bunte Hippie-Armbändchen. Vanessa Hudgens trägt hier eine High-Waisted Jeans Hotpant, die ich echt klasse finde. Nicht nur, weil sie Vanessas eigentlich kurzen Beinchen unheimlich in die Länge zieht, sondern auch, weil sie perfekt ihren Bauch kaschiert. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Bauchfett und deshalb finde ich diese Hosen echt cool. Weil diese Hose wirkt so ein bisschen wie eine Corsage, die einfach euer komplettes Fett zusammenquetscht und schon hat man eine Wespentaille und einen mega flachen Bauch und muss sich nie mehr Gedanken darüber machen, seinen Bauch einzuziehen. Also vielen Dank für diesen Trend. Auch Vanessa trägt viele bunte Hippie-Armbänder und was ich bei ihr besonders cool finde, sie hat ja so ein bisschen Pocahontas-Look hier mit ihrem Zopf zur Seite geflochten und den Applikationen auf ihrem Oberteil. Also sie hat auf jeden Fall was von der Disney-Prinzessin und was sie besonders cool gemacht hat, ist, dass sie die Armbänder nicht nur ganz normal am Handgelenk trägt, sondern total cool passend zu ihrem Indianer-Look auch an ihrem Oberarm platziert hat. Ist eine echt coole Alternative dazu, wie man Schmuck tragen kann. Wo es Indianer gibt, muss es auch Cowboys geben, dachte sich wohl Alessandra Ambrosio und hat uns wieder mit ihrem sexy Auftritt verzaubert. Sie kam mit ihren Freundinnen und alle waren sie top gestylt und bei Alessandra ist mir aufgefallen, auch sie trug Hotpants, aber so ultra knapp, dass man sie eigentlich kaum wahrnimmt. Ja Leute, Alessandra kann das aber auch bringen bei ihren wunderschönen Beinen. Und was ich an ihrer Hotpan besonders cool finde, ist die Spitze obendrauf, weil das macht das Ganze so ein bisschen mehr sexy. Und sie hat das Ganze kombiniert mit einem locker weißen Baumwolloberteil drüber. Finde ich gut. Und ich finde es super, dass sich Alessandra dazu entschlossen hat, obendrum nicht so viel Haut zu zeigen. Das macht das ganze Outfit noch so ein bisschen mehr classy und nicht zu billig. Ja, und auch bei Alessandra durfte 1, 2, 4, 5 nicht fehlen. Und zwar die vielen bunten Armbänder. Auch Alessandra entschied sich dazu, bunte Armbänder zu tragen. Bei ihrem Outfit, was ja sehr beige-braunlastig ist, ist das natürlich so ein richtiger Eyecatcher. Und finde ich gut und würde ich genauso auch tragen. Ja Leute, inspiriert von den Looks der Stars habe ich mich natürlich auch so ein bisschen auf die Suche gemacht für mein Festival-Outfit und ich muss euch sagen, wirklich Jeans-Hotpants gibt es überall in allen Variationen bei den üblichen Verdächtigen H&M, Zara, New Yorker und was ich auch ziemlich cool fand, es gibt zurzeit ein Angebot bei Tallyvale, wer 2 Hotpants kauft, bekommt 50% auf die 2. Also wer noch nicht genug Hotpants hat, geht jetzt shoppen, jetzt ist alles günstiger und echt coole Sachen dabei. Auch bunte Armbänder kann man wirklich überall kaufen. Also egal in welchem Shop ihr seid, in der Accessoires-Abteilung, findet ihr ganz, ganz sicher irgendwelchen Festivalschmuck. Ich habe mir hier zum Beispiel diese hier besorgt. Und was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist, ist der Materialmix bei den Accessoires. Man kombiniert jetzt ganz viele Metalle mit Stoff und so auch hier bei meinen Exemplaren. Ich habe das hier auch so ein bisschen an meiner Kette mit ein bisschen Stoff. Also sieht auf jeden Fall schick aus und würde ich auch jedem empfehlen und raten zu kaufen. Was ich echt cool finde an Festivals, ist aber so ein bisschen die Individualität jedes Einzelnen. Also jeder kann kommen, wie er mag und auf mich wirken Festivals so ein bisschen wie eine riesengroße sexy Bad Taste Party. Jeder kann tragen, was er möchte, ohne dabei lächerlich auszuschauen. Also nutzt das aus, zieht an, was ihr möchtet, achtet darauf, irgendetwas Individuelles anzuhaben und
Hotpants und Armbänder hin oder her. Schaut, dass ihr euch irgendwas selber macht vielleicht. So kann man zum Beispiel ganz einfach aus einem H&M Basic-Teil ganz schnell mal einen Designer-Teil machen. Made by me, myself and I. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf eurem nächsten Festival. Mich könnt ihr antreffen auf dem Wacken Open Air hier bei uns im Norden. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie abfällt, ist echt gering. Und wenn sie abfällt, dann klebe ich es halt wieder hin. Ist auch nicht schlimm. So.